Heute geht's um das Leben der Ritter. Mit einer richtigen Ritterrüstung, dem Lied von Ritter Rost, Kindern, die viel über Ritter wissen, einem großen Durcheinander mit Tanja, André und Ritter Knolle von der Rolle und dem Elefanten. Was für ein Durcheinander. Was das wohl ist? Halt zu Fuß zum Turnier. Hier bin ich auf einer richtigen Ritterburg. Da müsste es doch eigentlich auch eine richtige Ritterrüstung geben. Hoppla! Hier ist ja so eine Ritterrüstung. Die wollte ich immer schon mal anziehen. Aber soweit ich weiß, hatten die Ritter früher Kettenhemden darunter. Genauso eins wie das hier. Und das ziehe ich mir jetzt mal an. Leicht gesagt. Ganz schön schwer, so ein Kettenhemd. Deshalb hatten die früher nämlich auch Knappen, die ihnen ins Hemd geholfen haben. Und so einen bräuchte ich jetzt auch. Knappe? Mann, helfe mir! Hallo André. Hi Tobias. Hi. Ich glaube, du brauchst Hilfe dabei. Ich glaube, sonst unbedingt. Wird das nichts. Halt mal fest. Pass auf. Ach. Komm, ich helfe dir mal da rein. Okay. Also. Ja, so geht's schon besser. So, genau. Erst die Arme. Und dann den Kopf. Weil es so lange dauert, das Kettenhemd anzuziehen, lassen wir den Film jetzt einfach ein bisschen schneller laufen. Das ist ja schon schwer wie nix. Sollen wir mal ausprobieren? Ja. Okay, pass auf. Gerne. Dann machen wir das mal. Okay. Ich würde sagen, wir fangen mit den Füßen an, ja? Ja. Okay, das kommt über die Hose, über das die Schuhe. Kommt genau, einfach da drüber. Oh. So, dreh ich einmal um ein bisschen. Das geht aber. Und hinten ist es offen. Genau, hinten ist das offen, aber wir müssen jetzt hier hinten die Riemen zumachen. Tobias hilft mir auch noch beim zweiten Bein. Okay, dann machen wir weiter, ne? Der Helm kommt zum Schluss. Wir müssen jetzt erstmal den Brustpanzer anlegen. Ja. Weil an dem wird alles andere befestigt. Los geht's. Erst ist der Brustpanzer dran, dann werden die Schultern und die Arme verpackt. Was fehlt noch? Handschuhe. Handschuhe. Genau. Einmal rechts. Ja. So. Das sieht aber auch schick aus. Ja. Ja, wo
Jawohl. Ich würde ja gerne in die Knie gehen, aber das ist ziemlich schwer. Das geht auch so. Vorsicht. Ja. Den Ohren aufpassen. Ja. Oh. Passt? Ja. Okay. Oh. Vorsicht, jetzt wird's dunkel. Ja. Viel gesehen haben die früher nicht, ja? Nein. So ist besser. Ganz schön schwer, so eine Rüstung. Die wiegt nämlich 30 Kilogramm. Das ist so viel wie 30 Packungen Milch. Ja. Nur irgendwas fehlt. Knappe, man bringe mir mein Pferd. Naja. Ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Aber du tust es auch. Die ganze Wahrheit über Ritter. Sehen Ritter aus. Also, die haben, glaube ich, so eine Rüstung an. Silber sieht sie aus. Sie ist aus Eisen. Die haben so ganz feste Metallschuhe und hier am Körper auch so Metall. Meistens haben die noch so einen Helm. Haben die oben drauf noch so eine Art Wappen. Und nur die Augen gucken durch den, wenn man die Rüstung über den Kopf hat. Jetzt kommt ein Gedicht von Ritter Knolle von der Rolle. Mit Helm und Schwert ist ein echter Ritter Goldes wert. Ja, das war ganz schön.
noch mehr Wahrheiten über Ritter. Was machen Ritter denn so den ganzen Tag? Die üben Kämpfen, aber nichts mit Elektro, weil die das noch nicht erfunden haben. Die halten sich mit einem Arm an der Lanze fest, so, und dann den anderen Arm Zügel und dann haben die noch so ein Schwert hier. Dann ist hier ein Pferd, da ein Pferd und dann ist hier so eine Linie und der versucht einen Galopp, Galopp, Galopp und dann puff am Ende. Wenn einer runterfällt, hat der gewonnen. Was denn? Haha, ich bin Ritter Knolle von der Rolle und du bist jetzt Ritter Andrelot. Ritter Knolle von der Rolle, dann ist der Helm wohl für Ritter Andrelot und das Schwert auch. So, was muss ich machen? Wir kämpfen jetzt gegeneinander. Wer zuerst mit seinem Schwert durch diesen Reifen piekst, hat gewonnen. Okay, und was hat derjenige gewonnen? Die Gunst der schönen Maid Tanja. Welcher schönen Maid Tanja? Na, der da. Wow, ach, der schönen Maid Tanja. Hallo, gnädigste. Und los geht's. Los. Ja, zack. Oh, wow. Beide. Ja. Na dann habt ihr beide meine Gunst gewonnen und dürft gemeinsam Halbzeit sagen. Ja! Halbzeit! Mitte der Sendung! Seid ihr wieder. Ich habe jetzt übrigens ein klitzekleines Problem. Ich müsste ziemlich dringend auf Toilette. Tobias? Tobias? Bräuchte nämlich jetzt meinen Knappen, damit er mir hinten die entscheidenden Teile öffnet. Und auf dem Schlachtfeld, wenn die Ritter überhaupt keine Zeit hatten, dann haben die sogar einfach in die Rüstung gemacht. Nur das möchte ich euch und mir jetzt besser ersparen. Ja, deshalb werde ich am besten jetzt erstmal die Rüstung los. Die Rüstung wäre ich jetzt schon mal wieder los. Aber Pipi muss ich immer noch. Und deshalb zeige ich euch jetzt mal, wie die früher auf so einer Burg Pipi gemacht haben. Hoffentlich finde ich es auch. Hier ist die Toilette, aber hier ist jetzt leider eine Glasscheibe vor. Früher war da keine Glasscheibe vor. Und dann war das hier ein Loch in der Burgmauer mit einem Holzbalken. Da haben sich die Burgbewohner draufgesetzt. Und dann haben die Bewohner der Burg einfach da in das Loch gemacht. So sah das von außen aus. Das da oben, dieser steinerne Vorsprung in der Burgmauer, das ist das Klo. Und da unten, da fiel das, was man gemacht hatte, raus. Das landete im Burggraben oder, wenn es keinen Burggraben gab, einfach neben der Burgmauer. Das konnte untenrum schon mal ganz schön kalt werden. Doch es gab auch noch eine andere Möglichkeit. Und die nutze ich jetzt. Hier ist er ja. Der Nachttopf. Da haben die früher reingemacht, wenn die mal mitten in der Nacht auf Toilette mussten. Und der Weg
Bein einfach viel zu weit und viel zu kalt. Und ich mach da jetzt auch mal eben rein. Also, hinsetzen. Hier, guck mal weg. So, fertig. Und dann wird das Ganze einfach aus dem Fenster geschüttet. Tja, das mache ich jetzt auch mal. Achtung! Noch mehr Wahrheiten über Ritter. Wie sieht eine Ritterburg aus? Ganz große Türme und eine Fahne. Da ist so eine Mauer, ne? Und dahinter ist noch eine Mauer. Und die Mauer ist hohl. Damit sie sich dahinter verschanzen können, die Ritter. Und die hat auch einen Burggraben, wo dann Wasser. Es gibt nur einen Weg, über den Burggraben rüberzukommen. Mit einer, so. Die können so eine Klappe nach unten lassen. Und da können dann welche, die da hier zugehören, rübergehen. Und jetzt kommt ein Ritterlied. Können. Das muss ein Ritter können. Einen Stier kloppen, einen Löwen foppen, ohne dass ihm bange wird. Einen Drachen jagen, ihm die Meinung sagen, ohne dass ihm mulmig wird. Ohne dass die Ohren wackeln, ohne dass die Knochen knacken, ohne dass die Schulter schlottert, ohne dass die Zunge stottert. Das muss ein Ritter können. Das muss ein Ritter können. Durch die Wüste laufen, einen Kaktus kaufen, Kaktus. Ohne dass ihm durstig wird, brav den Teller leeren und ein Schwein verzehren, ohne dass ihm wurstig wird, ohne dass der Handschuh zittert, ohne dass das Hemd zerknittert, ohne dass die Nerven flattern, ohne dass die Zähne rat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 
Mehr Wahrheiten über Ritter. Wer wohnt noch auf der Burg? Ritter haben Burgfräulein, glaube ich, so heißen sie. Burgfräulein. Fräulein. Fräulein. Wenn ein Ritter mit einem Burgfräulein zusammen ist, dann gibt es meistens auch Kinder. Und die wiederum vererben dann wahrscheinlich das Geld und das Pferd oder was auch immer des Vaters. Und dann haben die auch eine gute Chance, wieder Ritter zu werden. Hörst du das? Ja. Hört ihr das auch? Das kommt von hier. Ja, Mensch! Da! Hey, Knolle! Hallo! Bitte? Knolle möchte uns, glaube ich, was sagen. Warte mal. Knolle, was möchtest du uns denn sagen? Ende der Sendung! Ach so. Also, tschüss! Schön, dein Freund, der Elefant hilft dir, sie zu verstehen. Die Welt ist elefantastisch, sie ist wunderschön, bunt wie eine Tüte Bonbons. Lass uns auf die Reise gehen. Mach mal deine Augen auf, es gibt so viel zu sehen. Voll in jede Pfütze rein, erst dann kann's weitergehen. Steck mal deinen Rüssel ganz tief in die Schüssel rein. Quatsch mit Soße sein. Die Welt ist elefantastisch, sie ist wunderschön. Dein Freund, der Elefant, hilft dir, sie zu verstehen. Die Welt ist elefantastisch, sie ist wunderschön. Bunt wie eine Tüte Bonbons, lass uns auf die Reise gehen. Die Welt ist elefantastisch, sie ist wunderschön. Und wenn du morgen aufstehst, gibt's ein